iPhone. Hast du schon gekauft? Nee, den kaufe ich jetzt. Wie mache ich das jetzt, Enrico? Was hast du? Ja. Ja. Nee. Nein. Nein. Hey. 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 Du bist jetzt wohl. Den verkaufe ich dir gleich für 2000 Euro mehr. So, also. Wenn du haben willst, gehst du jetzt hier auf sofort kaufen. Ja. Und dann gehst du auf jetzt kaufen. Zack, da war's erledigt. Alter, das ist ja so geil. Das kann geil, ich dann oder? Bei dir abholen? Oder? Ja, ja. Okay. Ja. Mein Jutster. Ja. Mein Liebster. Ja, dann guck schwarz und rot. Ja. Nein. Nein. Guck doch mal an jetzt. Wieso schickst du Max überhaupt so ein Auto? Weil er einen Auftrag für mich sucht. Ja, er hat gesagt, ich soll ein Auto suchen. Ja. Hab ich gemacht. Ja, was denn? Nicht gut oder was? Chill mal, deine Mädels. Hagen fühlt sich schon wieder persönlich angegriffen, als ob wir das jetzt so vorenthalten. Ich hätte es doch ernst meinen können. Okay. Oh. Ist heftig, oder? Hast du das bezahlt? Ja, sag ich dir gleich. Sag mal, nee, sag mal jetzt, was du. Warte, guck erst mal an. Karosseriebausatz ohne Bezeichnungen eingetragen. Mhm, das ist schon mal seriös. Pierre, mein Lieber. Freu dich, ne? Also, die Karre ist wild. Aber das, sag mal. Mein Freund, bitte. Ja, ich habe früher mal gesagt, no joke. Dein Breitbau an. Ja, aber Alter. Ist ja zu wild. Ist ja zu wild. Der Hinterhof. Ich will ihm einen Jutze. Vielen, vielen Dank. So, ist Chef schon da? Weiß ich nicht. Ja, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin jetzt bei der Autogesellschaft tatsächlich angekommen. Enrico scheint noch nicht da zu sein, mir mein neues Schätzchen in Empfang zu nehmen, ne? Mehr dazu gleich. Moin. Moin. Julian, jetzt lauf doch nicht weg. Maximilian. Hallo. Ich brauche hier bekannte Gesichter, die mich aufmuntern. Ja, ich bin da. Wo ist Chef? Ich dachte, um ehrlich zu sein, auch, dass ich ein bisschen euphorischer in dieses Video starten werde. Aber ich sag dir eins. Bist platt, ne? 20 Jahre alte Cabrios habe ich jetzt nicht mehr so Bock drauf. Pass auf, die jenseits der 200 fahren. Ja, kannst entspannt sein, das Auto lenkt. Hattet ihr ja hier auch schon mal Werkstatt, ne? Alles einmal durchgeguckt, eine Probefahrt gemacht. Es wäre auch ziemlich fatal, wenn ich jetzt das zweite Mal heute den ADAC anrufen sollte. Schon wieder der Typ? Ja, ich glaube, die ignorieren mich einfach. Die haben schon deine Nummer geblockt auf jeden Fall. Ja. Das glaube ich auch. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Also das Auto ist ja wild. Sehr wild sogar, ja? Der ist sogar wilder fast als der Prior CL. Das wusste man ja vorher, das war jetzt nicht so ein krasses Geheimnis, ne? Geheimnis ist es nicht, ne? Nee. Fakt ist, dass der echt scheiße Tiefgrad ist irgendwie, aus irgendeinem Grund, warum auch immer. Ich will jetzt noch nicht hingucken, weil ich mir schon denken kann, warum er scheiße tief ist. Nee, der hat Kugelstangenklappe drin. Und wir haben den Sportgrad stehen. Ach so, aber die Dämpfer habt ihr auch angeguckt, ob die dran sind? Ja, das ist alles gut. Okay. Das ist das Schlimme. Ja? Das Schlimme ist, technisch ist das Ding gar nicht schlecht. Nur ringsrum funktioniert die Hälfte gefühlt nie. Komm. Einmal eine neue Stützbatterie. Okay, Leute, ich will euch nicht weiter auf die Folter starren. Bam, da ist der Lachs. SL55K, M113K Kompressor, 500 PS, SBC, ABC, alles drin, matt lackiert, Riesenfelgen. Und ich gucke mir jetzt zum ersten Mal live an und es ist geiler als auf den Bildern. Also sieht Bild aus, ne? Also nochmal kurz zum Verständnis. Das Ding habe ich blind auf einer Auktion über dein Handy gekauft. Ja. Du hast es jetzt hier entgegengenommen und keiner von uns, also du hast jetzt schon einen Plan, wie es fährt, aber ich habe überhaupt keinen Plan. Ich bin noch nie in meinem Leben das Baujahr SL gefahren. Das ist ein gefacelifteter 2002er SL, also eigentlich mit den Buntleuchten. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein. Ich bin noch nie den SL gefahren. Aber den Motor kenne ich, aber trotzdem ist der Motor auch wieder ein anderer. Weil wir haben hier nicht den gleichen Motor wie in meinem CLS 55, den ich damals für 10.000 Euro gekauft habe, sondern wir haben einen größeren Kompressor und dementsprechend 500 PS Serienleistung mit sehr viel Reserve nach oben. Ja. Du selber hattest schon mal so Dinger, ne? Zwei, drei Stück, ja. Zwei, drei Dinger, ne? Mhm. Auch AMG, ne? Ja, also ich hatte zwei 55er. Der eine war schwarz, auch innenrot. Und dann hatte ich noch einen 2007er als Facelift. Dich sehe ich in der Karre, um ehrlich zu sein. Ja, das ist auch richtig geil. Ich habe mich da heute auch komplett drin gesehen. Ich bin direkt mal nach Hause gefahren. Da war ich gleich wieder 10 Jahre jünger. Ohne Scheiß, wirklich, da war ich gleich wieder 10 Jahre jünger. Auch wenn das wirklich eine wilde Bude ist, aber fahren tut er geil. Ja, das ist richtig, halt ein Lachs, ne? Ist ein richtiger Lachs. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber hier ist sicherlich noch das ein oder andere zu tun. Aber ich glaube, die Grundsubstanz von dem Auto stimmt.
Ich glaube, die Grundsubstanz von dem Ding ist nie so schlecht. Du weißt, wie du mir Autos verkaufen kannst, gut. Okay, ich habe ihn ja schon gekauft. Ja, Leute, ich will mal sagen, wir fangen an, mal außen rum zu gehen. Also, wir haben hier, ich denke mal, Black Series soll das sein oder sowas in der Art. Black Series Umbau. Natürlich hier wieder die schöne GFK-Passgenauigkeit. Daran störe ich mich eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ich habe ja jetzt auch schon den ein oder anderen GFK-Bomber am Start. Am Start. Dann sehe ich hier schon Distronic Hutter, aber gut zerkratzt. Aber die Distronic-Schalter hatte ich auf jeden Fall auf den Bildern schon gesehen. Dann haben wir hier eine ganz wilde Carbon-Konstruktion. Mordereingang hier auf jeden Fall, ne? Hier. Oh. Damit der Morder auch easy reinguckt, ja. Oh ja. Da muss man nochmal ein Gitter neu machen, ne? Aber die Scheinwerfer, also so die Grundoptik, das worauf Mädels achten, die passt ja erstmal, ne? Scheinwerfer, ja, also frisch poliert. Die 2007, 2008. Ja. Oder 2008, der Dreier, ne? Genau, genau das will ich ja auch. Ja, hier fehlt halt noch so ein V8-Kompressor, ne? Aber so mit Carbonfolie haben die sich hier richtig ausgetobt auf jeden Fall. Ja, Vollgas. Die Felgen, die waren eingetragen. Ich habe gar keinen Plan, was das überhaupt für welche sind. Nee. Ich würde aber sagen, es ist vorne und hinten gleich. Das geht halt gar nicht, ne? Ja, das sieht, also hinten muss richtig, also entweder Tiefbett oder Ultrakonkav. Ja. Eins von beiden. Nur die zwei Varianten. Ja. Ja, aber ja, endlich mal wieder ein Projekt, wo ich Felgen machen kann. Freue ich mich auch. Ja, die müssen auf jeden Fall safe runter, wirklich. Also Felgen und Reifen sind tatsächlich die Hauptausgabepunkte auf meinem Kanal. Die würden super aussehen auf einer S-Klasse irgendwie, ja. W222 oder sowas, aber auf einer SL geht's schon, aber zu schmal hinten. Haben noch eine 10er, 11er Felge werden. Haben noch so eine 222 da. Da muss ich auch noch mit dir drüber reden. Ich bin hier mit eurem Passerati gefahren, ne? Hä? Der ist der 2 Liter TDI, keine Ahnung, wo der jetzt steht. Da hinten, die Buchhalterkarre. Ja. Und der hat einfach bei 180, 200, hat er sich 6,5 Liter genommen. So schnell fahren die mit dem Auto? So schnell fahren die mit dem Auto. Hier, der Kollege Willi. Muss doch gleich mal auswerfen gehen. Und da habe ich dann mal hier geöffnet und mal nach C200 geguckt. Und jetzt habe ich richtig Bock, so ein Ding als Limo. Also quasi als Ersatz für die S-Klasse. Im Alltag. Okay. Ja. Ich finde es geil. Es ist verbrauchsarm. Halt nix. Ja, es verbraucht nichts. Ja. Deswegen haben wir die Karre auch behalten. Wir haben uns Zahlung genommen, aus dem einfachen Grund, da kannst du anwerfen, das Ding fährt immer. Ja, immer. Aber ich will sowas auch, aber halt von Mercedes. Und eigentlich musst du da. Ja, eigentlich musst du. 20er würde ich dir empfehlen. Ja, eigentlich musst du da auch mal die Augen für mich offen. 170 PS oder sowas. Ja. W204. Hauptsache, es verbraucht eine 6 vorne. Das finde ich ultra geil, also ohne Spaß. Weil dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Spielgeld für. Für Blödsinn. Das ist es. Für so einen Blödsinn, genau. Man kann ja nie genug V8-Blödsinn auf dem Hof haben. Dinger fühle ich komplett. Das ist so ein geiles Spielzeug für echt überschaubares Geld. Der hat sicherlich seine Macken, aber das macht das Auto unsympathisch, ne, wenn du fährst. PDC fängt an zu piepen, Scheinwerfer vorne rechts ausgefallen, geht wieder aus, geht wieder an. Ne? Es ist einfach genial. Scheiße. Das guckst du einfach mit. Gut, ich gehe mal weiter rum. Ja, Mattlack ist halt so eine Sache. Ne? Ja. Das wird ein bisschen schwierig hier mit Smart Repair. Ne? Keiner weiß auch, was das für eine Farbe ist. Ne? Ja, es könnte wirklich ein Mercedes-Lack sein. Ich denke, das wird der Mercedes-Ding sein. Das haben die sich nicht lumpen lassen. Was ich aber fasse, das musst du natürlich selber wissen, wie man ja hier sehen kann. Unschwer. Die ZV geht nicht. Nee. Und Softclose dementsprechend wahrscheinlich auch nicht und Sitzverstellung auch nicht. Nee, Softclose gibt es bei dem Auto nicht. Ach, ne? Gibt's nicht, stimmt. In dem Modell ja auch noch nie. Aber wenn die Dings nicht geht, die ZV nicht geht und die Sitzverstellung nicht geht, also hier die Polsterung. Dass die Pumpe komplett im Arsch ist, kann natürlich sein. Ja. Oder dass die Schlauchgeschichte runter ist. Ne? Man hört auch, wenn man drin sitzt, dass er was machen will, aber ne? Du siehst ja, er blinkt, er steuert an. Ne? Nee, da ist alles gut. Es geht um die Pumpe. Nix. Das ist die Pumpe im Arsch, das ist auch vermutlich. Ja, das Ding hat alle Probleme, die 220er und 215er auch haben. Pass auf, folgendes. ZV geht nicht, Kieles geht demzufolge auch nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Kann aber auch der Schalter quasi im Arsch sein auf dem Wählhebel. Dann, pass auf, jetzt kommt Highlight. Das sind so... Okay, ich habe mir nicht mal die Karre angeguckt und fängt schon an, sie schlecht zu reden. Kunde. Was? Guck mal, Schlüssel. Der Kofferraum geht auch nicht auf. Nee, genau. Ja, genau. Das ist der. Es wird noch besser. Der Kofferraum geht nicht auf und drin ist eine Überraschung. Wussten wir aber beide nicht. Aber die haben ja geschrieben, dass das Ding nicht mit geht. Überraschung haben sie geschrieben. Ne? Haben sie ja so ähnlich. Ja. Ne? Warum? Zeigt sich gleich. Pass auf. Also wenn der Kofferraum nicht aufgeht, dann ist Safety ZV, die Pumpe. Ja. Ja. Schnauze, Mensch, Mädel. So, fällt dir was auf? Der Laie wundert sich, der Fachmann staut. Ganz schön groß, der Kofferraum, oder? Digga. Hä? Ja, was fehlt? Du hast noch nie so viele Cabrios gehabt, oder? Nee.
gut, aber... Jetzt schreibt mal in die Kommentare, was hier fehlt. Was mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, aber irgendwie sieht das... Also, sieht ein bisschen verdächtig aus. Ja. Wieso, was fehlt denn? Für die Gepäckraumabdeckung. Die fehlt. Die ist weg. Wie? Du hast hier quasi, du kannst, wenn du das geöffnet hast, also sprich das Verdeck ist geschlossen, klappt man hier die Gepäckraumabdeckung zurück und dann hat man hier als Ladevolumen quasi Platz für... Also habe ich jetzt keinen offenen Kofferraum oder was, wenn das Verdeck aufklappen würde oder wie? Nee, pass auf, das Problem ist, Gepäckraumabdeckung stellt quasi sicher, dass wenn du das Verdeck öffnest, dass nichts im Weg liegt. Ja. Deswegen musst du die vorher schließen und hier drüben ist ein Sensor drin. Der das Verdeck dann freigibt. Ja, okay. Wenn du aber die Gepäckraumabdeckung nie hast, aktiviert es den Taster auch nie, wenn du nie verriegelst. Und demzufolge geht das Verdeck jetzt weg. Okay. Logischerweise, die haben wir geschrieben. Ja, hast du probiert? Haben wir probiert. Weil, und es geht, oder was? Nee, er steuert an, aber das Problem ist, wir wollten ihn austricken. Also hat sich das Verdeck noch nicht bewegt? Nö. Perfekt. Aber er sagt zumindest... Lange Rede, gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn, das Verdeck geht nicht. Aber, guck mal. Wie kann man jemandem so sympathisch verkaufen, dass sein Verdeck beim Cabrio nicht geht? Der ist doch geil, oder nicht? Ja, Enrico, du bist ein Held. Nein, also, okay, zur Aufklärung, es stand in der Beschreibung drin. Es stand in der Beschreibung, aber ich muss es so sehen, das ist quasi ein halber Black Series, ja? Der hat ja schon die Haube und beim Black Series, wie ja alle wissen, gibt es ja auch kein Cabrio-Verdeck. Ja. Und dann können wir uns das gleich zuspachteln und zuschweißen und fertig. Nee, die haben das jetzt nicht gespachtelt, oder? Nein, okay. Also, Alter, ich dachte gerade. Das wird mir echt den Rest geben. Ich habe mir die Verdeckpumpe angeguckt, die sitzt ja hier hinten, hier unten drunter. Und normalerweise haben die oft das Problem, dass sie gerne auch absaufen und ekelhaft werden. Und die sieht aber eigentlich noch ganz geil aus. Oh ja. Ja, die macht noch einen relativ fitten Eindruck. Ja. Mal hoffen, dass die funktioniert. Mal gucken. Das ist aber dann wieder was. Das wird wieder wildes Gebastel auf jeden Fall. Das ist wirklich was zum Selberschrauben hier. Ja. Also ja, mal gucken, wie weit du da kommst. Bin ich auch fit drin, ne? Ob du vorher aufgibst. Nee. Nein, aufgeben kommt nicht in Frage. So, das sind die harten Punkte. Also die Gepäckraumabdeckung fehlt. Also ZV finde ich viel schlimmer, um ehrlich zu sein, als dass hier irgend so ein Gepäckkram fehlt. Ja gut, das Ding, das ist ja theoretisch Standard SL, ne? Das ist jetzt nichts AMG-mäßiges, das ist ja wirklich... Kriegst du wahrscheinlich über Kleinanzeigen, das Ding. Das werde ich mir alles mal angucken, aber ganz ehrlich, bevor ich da irgendeine Gepäckabdeckung reinbaue, werde ich es eh kurz schließen, einfach. Hä? Ja. Wie? Ja, den Bums kannst du ausbauen und arretieren, hat mir hier Autosaftig. Timo hat so eine SL und da haben die das auch gemacht. Wie jetzt? Ja, das Ding kannst du austricksen. Ja, weil der Kontaktschalter bekannt dafür ist, trotz Gepäckdings kaputt zu gehen. Genau, das abzumachen, das kann schon vorkommen. Die Dinger sind halt, muss man überlegen, wir haben jetzt das Auto 21 Jahre alt. Ja. Perfekt. Das ist eigentlich krass, oder? Ich freu mich. Ich gucke mir gleich erstmal das Lenkrad drüber. Also vorne rechts sehe ich auf jeden Fall schon ABC-Dämpfer, hat keinen Bock mehr, ne? Vorne ist er wirklich sehr tief. Also den kannst du wirklich sehr tief. Hier ist er schon auf Anschlag. Warte mal. Ja. Ja, da ist gar keiner mehr zu Hause. Glaube ich nicht, warte mal. Doch. Mach mal an. Ja, natürlich, wenn du ihn anmachst, dann pumpt er wieder und dann fährt er hoch. Wir haben den stehen lassen. Ich habe dir ein Bild geschickt. Mhm. Wir haben den stehen lassen auf normalen Modus. Und jetzt hatte ich den mal auf Sport abgestellt vor uns. Und dann ging es den noch mal tiefer. Ach du Scheiße. Also hier sieht man ja. Genauso ja, hier ist er noch. Nee, nein, der ist auf der anderen Seite tiefer. Und hier siehst du ja, hier, du der ist einfach komplett auf Sack. Drüben rechts ist er und hier, tiefer, ja. Hier macht er auch nichts mehr. Stimmt. Hier ist er, der hängt auf dem Reifen. Also ABC ist sowieso größter Schmutz. Hm. Ich habe gesehen KWV3. Kannst du in die Karren kannst du einbauen. Bauen. Jetzt kannst du beim 215 nicht machen, kannst du beim 220 nicht machen, also bei den S-Klassen. Ja. Aber SL gibt es tatsächlich KWV3. Nehmen die dafür? Hast du mal geguckt? 2,7 oder so. So wenig? Glaube ich. Echt? 2,7 bis 3,4, irgendwie so. Okay. Roundabout. Also das wird safe kommen, weil ich kriege ja auch wieder ein bisschen Geld, wenn ich die einzelnen Dämpfer und die Pumpe und so vom ABC-System dann wieder verkaufe. Also das wird sich schon lohnen. Und da ich sowieso ein paar Sachen mit dem Ding vorhabe, und den tatsächlich auch mal ein bisschen länger behalten will. Also länger als die üblichen 4 Wochen. Ne? Ich fange hier schon wieder an, Sophie. Na, hast du Spaß? Ich hab richtig Spaß. Weil der Innenraum, der sieht ja tatsächlich ziemlich gut. Oh. Der geht, ja. Das Einzige, was wirklich scheiße ist das da, genau. Ah. Aber sonst, der Rest ist eigentlich ganz geil. Oh ja. Springt doch an. Wir hatten hier drin geduscht, wenn du Shisha-Tabak öffnest. Das ist sowas ähnliches. Und der Vorbesitzer hieß wahrscheinlich Francesco. Oh.
XL-typisch, alles beledert, richtig, richtig geil, rot abgesteppte Nähte, richtig, richtig geil. Das hier finde ich nicht so geil, das kann man vielleicht auch nochmal wegmachen. Da haben die irgendwie so einen Mattlack drauf gemacht oder sowas. Das ist original. Das ist original? Ja, das ist original. Das habe ich bei meinen auch weggemacht, weil ich finde, das sieht aus wie der Nagellack. Das sieht aus, aus den 90er Jahren. Ja, oder Stein. Das sieht aus wie Stein. Du kannst das Glattschleifen und dann 0x0 schwarz lackieren, Glattschwarz. Ja. Super, hatte ich bei mir. Sieht mega aus. Wobei, ganz ehrlich, wenn du jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen und eBay guckst, weißt du, was das jetzt kostet? Das ist pervers. Das musst du eigentlich so lassen. Auch wenn es nicht schön ist, das musst du eigentlich so lassen. Wirklich ohne Scheiß. Um ehrlich zu sein, das ist auch das allerletzte, was ich machen würde. Ja. Weil es ist wirklich, es ist echt retro. Da würde ich eher noch mir so eine Holzscheiße holen, die ich dann schwarz lackieren und austauschen wegen der Optik und mir das auf Tasche legen. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine echt gute Idee. Das würde ich mir auf Tasche legen, weil es unbezahlbar mittlerweile. Hier hat man ein Black Series Lenkrad so ein bisschen eingebaut. Ne? Ja, das gefällt mir. Ist klein. Ist klein und wendig. Dann hier oben Alcantara, auch Serie. Es ist wirklich richtig, richtig schick. Das Einzige, was mich stört, ist, er hat keinen schwarzen Himmel. Nee, das hast du in dem Modell ja noch nie gekriegt, aber dafür Panoramadach. Oh, hä? Wo kommt das denn her? Ja, das ist sehr selten. Also das ist wirklich wenig bestellt worden. Da hätte man denken können, das Ding kommt aus Japan. Das ist ja krass. Ja. Hä? Das ist eigentlich für meine Verständnisse eigentlich fast maximale Ausstattung. Der hat Sitzklima, der hat Palodach, der hat Bose, der hat Distronic. Alter, ne, das ist Distronic, eigentlich eine alles. Sehr viel mehr. Und er hat einen dicken Motor. Und einen richtigen. Ach so, pass auf, jetzt kommt... Ich hab mir, also jetzt ohne Witz, Leute, klar, die Karre, ne, Geschmäcker sind verschieden. Mir persönlich gefällt die Karre richtig, richtig gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der ein oder andere sagt, nee, mir ist das zu doll. Aber im Grunde habe ich mir diese Karre gekauft wegen diesem Motor. Wir haben hier serienmäßig 500 PS, wir haben den größeren Kompressor, wir können hier ein schönes Pulley drauf machen, dann haben wir 600 PS, dann kommt nochmal eine Software, dann haben wir 650 PS. Unfassbar, unfassbar viel Leistung aus diesem Motor rausholen. Und mich hat damals mein CLS schon komplett abgeholt. Was Leistung angeht, aber das Ding hier wird nochmal eine ganz andere Nummer. Auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, um ehrlich zu sein, bei so Blindkäufen, dass ich mir jetzt hier einen Zylinderkopfdichtungsschaden gekauft habe. Aber... Was ist los, Mann? Ein bisschen Kurzstrecke, ne? Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Hattet ihr den CO-Test schon dran, ne? Nö. Ach, Junge. Bisher jeden M113K, den ich gesehen habe, hatte Zylinderkopfdichtungsschaden. Was? Ja. Also wir noch nie, wirklich. Also wir hatten schon alles mögliche, aber noch keinen Kopfdichtungsschaden, noch nie. Echt? Bin mit den Dingern auch ohne Klatschgas gefahren. Also sprich ohne... Ohne Klatschgas? Ohne, also Klatschgas. Also ohne Kupplung. Pulli-Kupplung. Ach so. Dass der Kompressor direkt angetrieben wird mit einem Weltkit. Den bietet übrigens Zimmer alles an. Ich weiß, ich habe mit Zimmer übrigens, ne, du Saint Pierre, bin ich schon in Kontakt. Genau, dann kriegt das Ding mehr Umdrehung und läuft halt die ganze Zeit mit. So zieht er ja die Kupplung an. Also Dampf hat er auch Dampf bei Last. Wenn du ihn ärgerst, hat er auch Dampf. NTK-Pumpe scheint zu funktionieren. Dann kannst du auch eine größere Pumpe einbauen. Und, also gibt's. Was für eine Pumpe? NTK-Pumpe, NTK-Pumpe? Die sitzt hier unten. Alter, du kennst dich ja richtig damit aus. Ein kleines wenig bloß. Die befeuert quasi, kühlt quasi. Was das Problem ist bei dem Auto, was, wie du schon siehst, bauraummäßig ist es ein bisschen hässlich bei dem Auto. Ne? Hier ist ja nicht viel Platz für die Ladeluftkühlung. Der Ladeluftkühler sitzt eigentlich völlig unlogisch im V unter dem Kompressor. Ja. Und der ist wassergekühlt. Ja. Und der ist gefühlt groß wie mein Pilzkleiner. Aber egal. Auf jeden Fall ja, sitzt er hier unten drin. Ja. Da kann man auch umbauen, da kann man auch umleiten, da kann man einen Bypass setzen. Da gibt es vom Sprinter, bauen sich manche Ladeluftkühler. Ich weiß, das war tatsächlich auch mein Plan noch. Genau, hier kannst du richtig Druck machen. Ich denke mal so 700 PS, so, die gehen mit Software und ein paar Modifikationen. Du kannst einen Killer-Chiller einbauen. Das ist bei den Amis extremst beliebt. Oder ein was? Dubai Killer-Chiller heißt das Zeug. Killer-Chiller. Habe ich bei meinen gehabt. Und zwar zwackt er quasi die Klimaanlage an, die jetzt gerade nie geht. Die müssen natürlich gehen zu dem Zeitpunkt. Ja, okay. Und dann führt er quasi die Kälte der Klima, also ganz einfach gesprochen, die Kälte der Klima zusammen mit dem Wasserkreislauf, kühlt damit die Temperatur des Wassers, Kühlwassers runter für den Ladeluftkühler. Ja. Und somit mehr kalte Luft, mehr Verdichtung, mehr Zündwinkel, mehr Feuer. Ihr merkt, es wird ganz wild. Enrico baut das Ding um im Schrauberschloss. Nee, also jetzt wirklich, ohne Spaß. Er hat ja alles Hand und Fuß, was du sagst. Genau, und genau deswegen habe ich mir die Karre auch geholt. Genau das richtige Auto für das, was du vorhast. Ja, das ist genau das geile Atzen-Tuning, auf das ich Bock habe. Ja. Und jetzt geht's los mit dem Soundcheck. Genau, machen wir mal an. Oh ja. Baby. Ja,
Also die Abgasanlage, die klingt schon mal nicht modifiziert und das finde ich, sehr gut. Mal gucken, ob das ABC-Fahrwerk jetzt hier Bock hat. Okay, hier. Zack. Ui. Das ging schnell, ne? Ja, richtig schnell. Also die Pumpe hat Bock. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass einfach nur der Dämpfer hier ein bisschen undicht ist. So, der Dämpfer sieht auch gut aus. Vielleicht hängt die wenn du sagst, dass da Koppelstangen drin sind, vielleicht haben sie die Koppelstange ein bisschen verspannt eingebaut. Vielleicht Steuergerät oder über Dings, über Software. Aber ist so gut programmiert, dass er mehrere Fahrmodis hat? Ja. Echt? Ja. Also jetzt ist natürlich hier Hochpump. So. So, das ist jetzt der normale Modus und wenn du jetzt nochmal auf Sport gehst. Warte. Nee, ich will jetzt einmal gucken hier, was er jetzt hier macht. Ja. Und was für Sport? Geht dann nochmal runter. Geht nochmal runter jetzt, ne? Also die Pumpe hat ja richtig Bock. Die ist ja direkt hoch, ne? Dann der Dämpfer ist trocken, das heißt, es kann eigentlich nur Ventilblock sein. Bei der Carlson Citronic gab es einen Modi, dass wenn du das Auto abgestellt hast und verriegelt hast, ging da nochmal 40% weiter. Ja, okay, ja, das kann sein. Jetzt weiß ich nicht, was hier drin ist. Keine Ahnung, man hat ja hier viel gemacht. Die Carlson Citronic habe ich sogar noch eine da. Irgendwo. Echt? Ja, eben. Ja, die musst du auch irgendwo haben. Geil, wenn alle Pieces so funktionieren, ne? Mhm. Da fehlt ein bisschen was. Hä? Hm? Was ist das? Die zweite Haubenverriegelung. Nee, ne? Doch. Hier ist das ja links und rechts, die ist auch schön stramm. Nee? Also die Haube sollte auf jeden Fall zu sein, das wäre schön. Sonst bist du nicht bloß heute ohne Lenkrad unterwegs, sondern auch ohne Sicht. Gut, Freunde, mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. das wird mal wieder eine Fahrt mit 120 km/h nach Hause. Ja, also wir haben schon geguckt, sie ist fest. Ja, die ist fester als bei meinem Prior. Ja, das kann schon sein. Gut, Freunde. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gucken des Videos. Wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt, wie immer, Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Und lasst auch gerne ein Abo da hier, ne? Enrico, Autogesellschaft Dresden. Wenn ihr ein Auto zu verkaufen habt, zufällig, oder ein C200, dann könnt ihr euch gerne bei Enrico melden. Ja, vielen Dank. Ne? Telefonnummer blende ich hier auch nochmal ein. In case of Autoverkauf. In case of Autoverkauf, wenn ihr was loswerden wollt. Ja, Enrico, es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich hoffe, ich komme gut nach Hause. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Und über eine S2000 müssen wir jetzt noch reden. Okay. Ich freue mich schon total, Gunde. Gut, Freunde, haut rein, ciao.